Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, sind wir heute mal wieder in der Integralrechnung unterwegs. Und ganz konkret geht es heute um das sogenannte unbestimmte Integral, also das Integral ohne gegebenen Grenzen. Hier oben, da siehst du schon mal die Regel stehen. Und diese Regel verrät dir eigentlich auch schon, wie man ein solches unbestimmtes Integral löst. Denn das Ergebnis ist die Stammfunktion plus die sogenannte Integrationskonstante c. Falls du übrigens gar nicht weißt, was dieses plus c bedeutet und du es einfach immer nur hingeschrieben hast, hierzu habe ich schon ein gesondertes Video hochgeladen, indem ich ganz genau auf dieses plus c eingehe, die Bedeutung erkläre und so weiter. Schau hierzu gerne mal in die Videobeschreibung oder wenn du hier oben auf dieses i klickst oder wenn ich dran denke, werde ich genau dieses Video dir in die Endcard von diesem Video reinpacken. Aber es geht heute hier genau um dieses Beispiel. Und wie du siehst, das haben wir ja gerade schon besprochen, brauchen wir hier auf jeden Fall erst einmal die Stammfunktion. Du siehst jetzt hier in diesem Integral eine ganz rationale Funktion stehen. Und dann ist es immer ganz hilfreich, wenn du diese ganz rationale Funktion in einzelne Teile unterteilst. Und zwar, ja, alles, was durch ein Plus oder durch ein Minus getrennt ist, wird einzeln integriert. Das heißt, wir haben jetzt hier den ersten Teil, den zweiten Teil und den dritten Teil. Und wir werden uns jetzt als erstes einmal um ein halb x Quadrat kümmern. Wie funktioniert das Ganze? Nun, du notierst hier erst einmal das x oder falls deine Variable irgendwie anders heißt, dann dementsprechend den Namen deiner Variable und rechnest im aktuellen Exponenten, das heißt in der aktuellen Hochzahl plus 1. Der aktuelle Exponent ist in dem Fall jetzt hier diese 2. Wir rechnen also 2 plus 1, das ist 3. Und dieses Ergebnis ist ein neuer Exponent. Also gehört jetzt genau hier diese 3 hin. Und danach teilst du die aktuelle Vorzahl durch die neue Hochzahl. Die Rechnung ist also 1/2 geteilt durch 3. Ja, du kannst es vielleicht als 1/2 Drittel hinschreiben oder aber du machst zum Beispiel eine Nebenrechnung auf, in der du das Ganze einfach mal ausrechnest. Also unsere Aufgabe ist es jetzt, 1/2 durch 3 zu teilen. Falls es nicht im Taschenrechner freien Teil vorkommt, kannst du es natürlich auch in Taschenrechner eintippen. Doch, sowas kann natürlich auch in einem hilfsmittelfreien Teil vorkommen. Denn natürlich wird an euch in der Oberstufe immer noch, ja, sozusagen, oder man stellt an euch noch die Anforderung, dass ihr immer noch in der Lage seid, die Bruchrechnung durchzuführen. Du kennst vielleicht aus der Bruchrechnung die Regel, man teilt durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Nun, okay, die 3 ist noch kein Bruch. Doch unter ganzen Zahlen kannst du dir immer ein Teil drunter vorstellen oder sogar hinschreiben. So, und jetzt kannst du tatsächlich diese Regel, man teilt durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert multipliziert, anwenden. Das heißt, die 1/2 wird übernommen. Und anstelle, dass wir jetzt teilen, multiplizieren wir, also rechnen wir mal. Und von dem hinteren Bruch bildest du den Kehrwert. Das heißt, du tauschst einmal Zähler und Nenner. Oben ist dann die 1, unten ist dann die 3. Wenn du das jetzt so hast, dann kannst du wiederum die Regel aus der Bruchrechnung Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner anwenden. Für oben rechnen wir also einmal 1, das ist 1. Und für unten dann 2 mal 3, das ist 6. Und das ist genau die Zahl, die jetzt als Koeffizient hier vor dieses x hoch 3 kommt. Also ein Sechstel. Wir haben jetzt also 1/2 x² integriert. Das Ergebnis ist dann schon mal ein Sechstel x hoch 3. Und jetzt kümmern wir uns um das nächste Paket. Wir notieren wieder unsere Variable, also das x. Und denk dran, x ist eine Abkürzung für x hoch 1. Warum sage ich das? Naja, du musst ja im aktuellen Exponenten plus 1 rechnen. Die Rechnung ist also 1 plus 1, das ist 2. Also wird diese 2 genau als neuen Exponenten dahin. Und jetzt wieder aktuelle Vorzahl durch die neue Hochzahl teilen. Ja, minus 6 durch 2 ist einfach minus 3. So. Und hinter einer reinen Zahl, wie jetzt hier diese 4, da gehört einfach nur ein x hin. Also plus 4x. Und jetzt dürfen wir, und das siehst du jetzt hier oben an der Regel, bei dem unbestimmten Integral dieses plus c, das heißt diese Integrationskonstante, nicht vergessen. Also plus c einmal dahinter. Und das ist dann auch schon das Ergebnis dieses unbestimmten Integrals. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wie gesagt, wenn du selber noch wissen möchtest, wofür dieses plus c, steht, dann schau dir gerne das verlinkte Video an. Schreib mir super gerne in die Videobeschreibung deine Videowünsche. Dann weiß ich nämlich, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll. Egal, ob das jetzt aus der Integralrechnung ist, ob es aus irgendeinem anderen mathematischen Bereich aus der Schule oder ohne ist, hau in die Tasten. Schreib mir gerne auch dein Feedback, wie du dieses Video fandest. Und ja, natürlich ist die Integralrechnung auch in unseren Skripten der Analysis, einmal im GK-Skript und einmal im LK-Skript vorhanden. Falls du diese Skripte hast und du noch ein paar weitere Beispiele sehen möchtest, schau da gerne mal ins Skript rein. Da findest du es alles ja nochmal erklärt, niedergeschrieben mit Beispiel, mit Aufgabe, mit Lösung. Falls du das Skript noch nicht hast, schau es gerne mal an. Vielleicht ist es ja etwas für dich. Und ansonsten in der Playlist zur Integralrechnung findest du natürlich noch ganz, ganz viele weitere Beispiele zum unbestimmten Integral, zum bestimmten Integral, zum uneigentlichen Integral, zur Flächeninhaltsberechnung mit x-Achse, zwischen zwei Funktionen und so weiter. Klick dich da super gerne durch. Dann wird auch dieses Thema oder dieses größere, ja, dieser Themenkomplex Integralrechnung
ganz sicher kein Problem mehr für dich darstellen. Und jetzt wünsche ich dir wie immer ganz viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.